Maximilian Janisch, 16 Jahre. Sein IQ liegt bei 149+. Das heißt, er sprengt die gängige Skala. Maximilians Leidenschaft ist die Mathematik. Ah, ich verbessere jetzt ein Spiel, welches ich gestern, als ich am Strand war, angefangen habe zu programmieren. Das ist eine Visualisierung des Spiels, das wir in der Klasse spielen, wo man sagen muss 1, 2, boom, 4, 5, boom. Man ersetzt immer die Zahlen, die durch 3 teilbar sind, und die Zahlen, die in der Dezimalstellenentwicklung in 3 enthalten, durch boom. Das Spiel habe ich jetzt hier eine sehr kleine Version in Python implementiert mit einem sehr einfachen grafischen Interface, und das verbessere ich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen Mathematik jetzt mitgenommen, aber gar nichts machen für mehrere Stunden am Strand ist nicht mein Ding. Wie lebt es sich als höchstbegabter Jugendlicher? Davon handelt dieser Film. Orbetello in der südlichen Toskana. Hier verbringt Maximilian seine Sommerferien. Che cosa hai fatto ieri? Ieri, oggi. Ieri era mercoledì. Mercoledì? Mercoledì. Allora, dopo sono andato a scuola. Sì. E dopo ho pranzato. E dopo sono andato con i miei genitori e ho fatto un po' di la matematica. E dopo aspetto che Ellen arriva a Orbetello. In dieser Sprachschule lernt Maximilian Italienisch. Quasi ohne Vorkenntnisse angekommen, belegt er nach 3 Wochen Unterricht den fortgeschrittenen Kurs. Vorbereitungen für seine Doktorarbeit. Es ist so, mein Mentor Camillo, er ist ja Italiener und ich möchte bei ihm in Zukunft promovieren. Und es gibt eine neue Regelung bei der Uni Zürich, die sagt, dass man nicht bei einer Person promoviert, bei einem Doktorvater, sondern dass man 2 Doktorväter kriegt. Und mein Plan ist es, dass ich vielleicht bei ihm promoviere und als zweiten Doktorvater seinen Doktorvater nehme, den Luigi Ambrosio. Und dass ich dann also bei 2 italienischen Professoren promovieren würde. Und ich denke, dann ist es kein Nachteil, wenn das so ist, dass man dann ein bisschen Italienisch spricht. Unter anderem sind auch einige Studenten und einige Assistenten an der Uni Zürich Italiener. Und dann ist es kein Nachteil, wenn man ein bisschen einige italienische Wörter kennt. 59. Maximilian brilliert, wenn es um Zahlenspiele geht. Und er hat sich bestens in seine temporäre Schulklasse integriert. Boom. No! Bravo, Max! Grande! Okay. Bravissimi, bravi! 84, das hat es noch nie gegeben in der Geschichte unserer Schule. Er passt sich jeder Situation an. Das gefällt mir am besten. Er kann die banalsten Gespräche mit anderen Teenagern führen. Andererseits beschäftigt er sich mit absolut außergewöhnlichen und komplizierten Themen. Und das auf einem Niveau, das andere Jugendliche gar nicht interessiert. Seine Intelligenz beschränkt sich nicht auf die Mathematik. Er hat einen viel breiteren Horizont als Gleichaltrige. Er weiß wirklich viel für sein Alter. Es ist schön, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Maximilian ist mit seinen 16 Jahren der jüngste Student der Schweiz. Von all dem haben seine Mitschüler in der Sprachschule erst beim Erscheinen der Fernsehkamera erfahren. Oh mein Gott, ich bin jetzt neu. Ich finde es cool, dass es er nicht so sein komplettes Leben so auf dieses Ich bin so gut in Mathe ausrichtet, sondern dass er immer noch sich auch gerne für andere Sachen interessiert und die dann immer noch gut fördert und so. Also ich rede mit ihm zum Beispiel sehr viel über Programmieren und Codierung von... Und Hardware. Also da habt ihr euch gefunden? Schon sehr. Was sind sonst noch die Themen, die euch so beide interessieren? Ui, Hardware und Software ist schon ziemlich groß. Aber zum Beispiel Robotik, also alles in Richtung Computer Science, sagen wir so in die Richtung. Generell Informatik, das ist vielleicht das Fachgebiet, wo wir beide ein bisschen wissen. Die AI macht. Programmiert. Ja, okay. Das ist nicht einfach. Und dann halt wirklich siehst, ist es. Höchstbegabungen wie die von Maximilian sind selten. Bei entsprechender Förderung resultiert daraus ein Phänomen, das fasziniert und polarisiert.
Wir haben 1 gesetzt, dann steht da 1, hier steht 1 plus x Quadrat ist ja 1, Cosinus von pi y ist Cosinus von pi, der Cosinus ist bei 2 pi 1, das heißt bei pi ist er meines Erachtens 0. Nee, da ist er minus 1. Richtig, minus 1. Mit 9 Jahren kam Maximilian in die Schlagzeilen, weil er an der ETH studieren wollte. Diese lehnte ab. Dann steht da von x, y, z. X, y, z. Wir sind hier gerade beim Differenzieren mehrdimensionaler Funktionen, meistens zweidimensionaler. Auf welcher Stufe wird das unterrichtet, gelehrt? Ja, eben, das ist meines Erachtens zweites Semester oder drittes Semester. Zweites Semester. Und zwar ist das die Abschlussprüfung des zweiten Semesters von? 2014. 2014. Das ist die letzte Abschlussprüfung. Und das ist kein Problem für dich? Die ich da speziell jetzt gerade nicht, aber die von der Lelis schon. Da fühlen wir uns fast veralbert, oder? Mhm. Maximilian absolvierte die Primarschule in 3 Jahren. Mit 9 hatte er die Mathematik-Matura in der Tasche. Und als 11-Jähriger kam er in den Genuss eines auf ihn zugeschnittenen Förderprogramms an der Universität Zürich. X ist aber f hoch minus 1 der Stelle f von x. Okay, so wenn du das einfach y nennst. Ah, man kann jetzt f hoch minus 1 von x. Genau. Du hast genau diese Sache von einer Seite und von der anderen Seite. Die Begabung von Maximilian ist außergewöhnlich. Also ich habe nie früher jemand gesehen, der in diesem Alter die höhere Mathematik verstehen kann, so gut wie Maximilian. Das ist eine ganz große Ausnahme in meiner Erfahrung. Alle 2 Wochen reiste Maximilian damals aus dem luzernischen Meierskappel nach Zürich und schloss nebenbei das Gymnasium ab. Each lambda to the power of s times the sum of j1. Seit einem Jahr ist Maximilian regulärer Student an der Universität Zürich und heute im 3. Semester seines Mathematikstudiums. Seine Mitstudierenden, vor denen er hier einen Vortrag hält, sind schon 2 bis 3 Jahre länger an der Uni als er. Is very similar into the exponent as c here, right? So if we just adjust c to be something like minus 1 over epsilon. Das Spezielle hier ist eben, dass im Gymnasium war vor allem für mich jetzt die Mathematik, die mich interessiert hat, natürlich nicht so interessant. Und das ist natürlich schön, dass ich jetzt hier speziell in Mathematik mich hier spezialisieren kann und genau das mache, was mich interessiert. Das ist das Schöne. Der Fall Maximilian bewegte die Universität Zürich dazu, das Pilotprojekt Schülerstudium für besonders begabte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zu starten. Maximilians Förderung war anders, gezielt auf ihn zugeschnitten. Dafür will er sich in diesem Film bei der Universitätsleitung bedanken. Maximilian, herzlich willkommen. Ja, hey Gartner, wie geht's? Schön, dass wir das sehen. Parallel zu Zürich studiert Maximilian auch in Perpignan. Dort konnte er sich schon mit 12 immatrikulieren. Die Uni Zürich nahm ihn erst letztes Jahr als regulären Studenten auf. Zuwarten war die richtige Entscheidung, sagt Rektor Michael Hengartner. Also ich denke, ich mache jetzt meinen Bachelor dieses oder nächstes Jahr und mache dann weiter hier mit dem Master weiter. Und vielleicht mache ich auch noch in Perpignan, wo ich ja jetzt noch immatrikuliert bin, auch mit dem Studium weiter. Respekt, sehr schön. Und die Mathe macht immer noch Freude. Die Mathe macht immer noch sehr viel Freude. Sehr schön, sehr schön. Ja, mir war wichtig, dass seine mathematische Begabung gefördert wird. Und das haben wir sichergestellt. Auf der anderen Seite ist das Gymnasium nicht nur da für eine Hochschulreife, sondern auch für eine gesellschaftliche Reife. Und die braucht im Gottes Namen jetzt halt ihre Zeit. Die können sie nicht einfach per Fiat. Und es ist so, dass auch Menschen, die sehr begabt sind, in gewissen Bereichen, in anderen Bereichen halt näher an den normalen sind. Und manchmal sogar haben Hochbegabte auf der sozialen Stufe mehr Schwierigkeiten als ihre normalen Gespönchen. Und darum ist es uns wichtig, dass man den Maximilian nicht aus dem System rausnimmt, sondern dass man ihn jetzt begleitet, dort fördert, wo man ihn fördern kann. Aber schaut, dass er auch seine persönliche Entwicklung mit allen im Umfeld, wo er sich wohlfühlt, wo ihm bekannt ist, sich auch weiterentwickelt. Und wenn Sie jetzt ihn so sehen, wie wirkt er auf Sie? Mission accomplished. Schon jetzt gibt es Interessenten aus der Industrie, die von Maximilians mathematischen Fähigkeiten profitieren möchten. So ist es zu einer Zusammenarbeit zwischen der LCA, einem KMU im Bereich Entwicklung und Bau von Sondermaschinen, gekommen. Maximilian soll Programme zur Prozessoptimierung entwickeln.
Also mir würde es am meisten Spass machen, wenn der Maximilian bei uns etwas bewegen kann. Und wenn es vielleicht andere auch motiviert, um zu sagen, du, die Industrie ist ja gar nicht so uncool. Also die haben spannende Aufträge, die haben sehr interessante und auch schwierige Aufgaben. Und wenn das auch messbar ist, dass man beispielsweise kann sagen, dank dem Einsatz von Maximilian haben wir jetzt den Energieverbrauch von einer Produktion können um 15% oder 20% absenken. Wenn man an diesem Roboter gearbeitet hat, dann hat man eine sofort Visualisierung, sage ich, seiner eigenen Arbeit. Man sieht sofort, was habe ich jetzt hier geschafft mit meiner eigenen Arbeit. Das ist bei der Mathe nicht direkt so, weil man hat dort zum Beispiel ein abstraktes Theorem und das ist nur schwierig zu visualisieren und nur wenige Leute verstehen das. Aber selbst hier braucht man jetzt keinen, sage ich, Vorwissen, zum Beispiel in Robotik, um zu verstehen, warum das cool ist, sage ich so. Und ja, das ist natürlich der Vorteil von so einer Sache. Danke für deine Zeit. Ja. Wissenschaft oder angewandte Forschung. Seine langfristigen Ziele kennt Maximilian noch nicht. Hauptsache Mathematik. Jetzt bin ich an der Uni Zürich und ich bin auch noch an der Uni Perpignan. Und jetzt bin ich eben zusätzlich noch hier am LCA bzw. CSEM. Ich finde, das ist tatsächlich jetzt etwas entspannter schon als zum Beispiel am Gymnasium. Ich kann jetzt Sachen machen, die mir wirklich gefallen. An die Uni mit 10? Kein Problem. Zusammen mit seinem Vater verfasste Maximilian vor 4 Jahren seine Autobiografie auf Französisch und Deutsch. Im Zentrum der Kampf der Familie um eine adäquate Förderung Maximilians. Die Hauptbotschaft des Buches könnte man wie folgt bezeichnen. Die besonderen Talente, zum Beispiel im Sport, Tanz, in der Musik, werden tatsächlich in der Schweiz ausreichend gefördert. Es gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 23 Sportgymnasien in der Schweiz. Die besonderen Talente in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik haben diese Möglichkeit nicht. Wenn jetzt die Zuschauer denken, lasst doch den Bub im Wald rumrennen oder Fußball spielen, das interessiert ihn schlicht nicht. Nein, das interessiert ihn wirklich nicht. All die Möglichkeiten, selbstverständlich, haben wir geboten. Wir haben ihn zu jeder Veranstaltung, ab Fasnacht, Geburtstag. Es hat genügend Kinder in der Umgebung. Es ist gerade der Wald hinter dem Haus. Alle Möglichkeiten hat man natürlich versucht auszuschöpfen, ja. Und das Angebot zu machen. Aber das Angebot hat er halt nicht angenommen. Und eben, dann muss man das akzeptieren. Zwingen kann man nicht. Für eine Buchpromotionstour reiste Maximilian vor 4 Jahren mit seinem Vater, der noch 4 erwachsene Kinder aus erster Ehe hat, nach Paris. Schatz, ein Asterix. Jetzt aber los. Also, den da habe ich noch nicht. Habe ich den auch? Das habe ich noch nicht. Asterix, das liest du gerne. Ja, das kann man sagen. Was findest du so toll an Asterix? Ich finde den Text humorvoll und Zeichnungen schön. Und ich denke, ich habe eher gedacht, du liest so die dicken Schunken, irgendwelche Romane. Nee, das ist nicht mein Ding. Asterix eher. Sie haben ja noch 4 andere Kinder. So ist es. Ich denke aber, diese Vaterschaft unterscheidet sich fundamental von den anderen. Zunächst unterscheidet sich, ich sage mal, der Mindset der Gesellschaft. Das, was wir jetzt machen, wäre damals als abscheuliches elitäre Gehabe klassifiziert worden. Es war gar nicht möglich, zu einer Schule zu kommen und sagen, der Bursche langweilt sich, darf er nicht eine Klasse überspringen. Das war gar nicht möglich. Aber ich hatte auch eine Frau, die gegen das Leistungsprinzip war. Die also jetzt mehr darauf achtete, dass es für die Jugendlichen und früher für die Kinder wirklich ein Leben mit vielen Glücksmomenten ist. Ich selbst bin anders. Was heißt das, Sie sind anders? Sie wollen ja auch ein Leben mit vielen Glücksmomenten. Ja, ich empfinde das Glück am meisten, wenn man mit aller Kraft, die man zur Verfügung hat, zu einem Ergebnis gekommen ist. Der Augenblick der völligen Erschöpfung. Das ist für Sie Glück? Ja. Denken Sie, das ist für Maximilian auch so? Ja, das denke ich, ja. Während seines Sprachaufenthaltes in Orbetello lebt Maximilian bei einer Gastfamilie.
Seine temporären Eltern sind voll des Lobes über den außergewöhnlichen Jugendlichen aus der Schweiz. Was schön ist, er hört zu. Normalerweise ist es nicht so, dass ein Jugendlicher einem Erwachsenen zuhört, aber er hört zu. Er beobachtet. Er prägt sich alles ein. Das ist gut. Er ist aber kein Besserwisser. Er weiß viel, weil er zuhört. Maximilian ist ein Junge, wie ihn alle Mütter haben möchten. Er ist gut erzogen, intelligent, anständig, fleißig. Und er ist genau. Genau heißt, er hält in seinem Zimmer perfekt Ordnung. Keiner der anderen Jungs, ich habe den ganzen Sommer über Jungs aus der Sprachschule hier, aber ihn möchte ich immer hier haben. Und er ist hübsch. Schöne Augen, ein schöner Mund. Bella bocca, bello, 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 bello. Maximilian, was machst du? Was machen die, all diese Komplimente mit dir? Ich habe sehr gute Noten gekriegt, das freut mich natürlich. Dass Nur braun ist er nicht geworden. Seit Maximilian einen Griffel in der Hand halten kann, treffen sich Vater und Sohn zur täglichen Stunde Mathe für Maximilian. Ein kleiner Dämpfer war, dass Maximilian auf seinen Bachelor noch ein Jahr warten muss, wegen einer krankheitshalber zu spät eingereichten Arbeit. Heute diskutieren Vater und Sohn mögliche Themen für die Masterarbeit. Sojektion. Camilla hat mir mehrere Vorschläge gegeben, die in Richtung Euler-Gleichung gehen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, was ich nehme. Aber okay, ich fange dann mal an mit der Masterarbeit. Brauche dann für den Master vermutlich regulär 3 Semester ungefähr. Und mache dann weiter mit der Promotion und kann dann möglicherweise meine Promotion in Princeton abschließen. Und ich fange an in Zürich und mache dann vielleicht ein Jahr in Zürich und die letzten beiden Jahre in Princeton. Das ist so der provisorische Zukunftsplan, aber es kann sich noch viel ändern. Dann hat man hier die natürliche Projektion auf die Bahn. Thomas Driesch ist Mathematikprofessor im Ruhestand und Förderer seines hochbegabten Sohnes. Diese Rollen könnten allerdings schon bald umgekehrt sein. Er hat mich überflügelt. Also, was ich beitragen kann, ist der Tatbestand, dass ich eine breite mathematische Ausbildung habe. Dass du viel mehr weißt. Ich weiß viel mehr. Das kann ich dann auch wiedergeben, und zwar auch so wiedergeben, dass es viel verständlicher ist als in einem Lehrbuch. Das lässt sich mündlich besser machen. Aber jetzt zum Beispiel diese Masterarbeit, die dazu notwendigen, sagen wir, speziellen technischen Verfahren, die Mathematik, die baut ja Kathedralen, aber dazu gibt es auch Maschinen, die diese Kathedralen, geistigen Kathedralen erbauen. Die kenne ich nicht, und ich habe schwere Zweifel, ob ich noch die Kraft habe, sie zu erlernen. Aber gut, ich denke, in dem Sinne ist er mir schon voraus. Aber man kann sagen, Thomas hat mir sicher mein ganzes Leben noch was beibringen können. Insbesondere bei der Mathe hat man jeden Tag sehr viel zu lernen. Also ich denke, da besteht keine Gefahr. Maximilians Sprachaufenthalt neigt sich dem Ende zu. In der letzten Woche sind seine Eltern angereist, um einige Tage zusammen mit ihrem Sohn in der Toskana zu verbringen und ihn anschließend mit zurück in die Schweiz zu nehmen. Also, wir sind jetzt hier in Ansidonia. Ein kleiner Ort, nicht weit entfernt von Tarquinia. Ja, Tarquinia ist eine der großen Ausgrabungsstätten, was die Etrusker betrifft. Etruskische Grabfelder, Kirchenbesuche zusammen mit den Eltern. So. Die meisten anderen 16-Jährigen würden bei einem solchen Ferienprogramm wahrscheinlich Reißaus nehmen.
Du hast in deinem Buch, als du noch jünger warst, geschrieben, dass du die Pubertät wahrscheinlich einfach auslässt. Machst du das? Also ich denke, die Prognose war richtig. Wie geht das? Tja, also das ist einfach so. Da kann ich nicht viel sagen. Ich habe keine Schwierigkeiten. Anders als es von vielen vorausgesagt wurde, habe ich wirklich im Moment keine großen Schwierigkeiten. Das ist immer die Frage, wie man Pubertät definiert. Hormonschwankungen, Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Launenhaftigkeit. Wenn man das hinlänglich unter Pubertät versteht, Rebellion gegen die Eltern, dann bekomme ich von dem gar nichts mit. Gar nichts. Ich habe einen sehr charmanten, umgänglichen, lebenswürdigen Sohn, der mich auf Augenhöhe behandelt und mich ernst nimmt und umgekehrt. Und ich eigentlich wirklich nach wie vor, wie immer, meine große Freude an ihm habe. Ich finde, er ist ein pflegeleichter Sohn. Als Neunjähriger hatte Maximilian seine Eltern als seine besten Freunde bezeichnet. Also meine Beziehung zu meinen Eltern ist immer noch sehr eng. Ich war vielleicht etwas unvorsichtig mit der Bezeichnung damals, weil wenn ich sage, meine Eltern sind meine besten Freunde, suggeriert das, dass ich keine Freunde habe. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ich sage so, meine Beziehung zu meinen Eltern ist etwas eng. Ich vermeide jetzt bewusst die Bezeichnung beste Freunde, aber meine Beziehung ist immer noch formidabel. Also da kann ich mich nicht beschweren. Maximilian und seine Eltern. Ein eingeschworenes Team. Alle drei kümmern sich wenig darum, was andere von ihnen denken. Angstfreiheit, das hätten ihm seine Eltern mit auf den Weg gegeben, sagt Maximilian. In gewisser Weise haben sie mich so erzogen, dass ich weniger Angst habe, zum Beispiel in der Gesellschaft, dass ich keine Angst habe, von der Norm abzuweichen, dass ich keine Angst habe, irgendwie was Spezielles zu machen, mit 16 an die Uni zu gehen. Also das ist für mich viele, denke ich, haben da vielleicht auch Angst vor, haben Angst, von der Norm abzuweichen. Und ich hoffe auch, dass ich zum Beispiel durch diesen Film diesen Leuten ein wenig die Angst nehmen kann, dass ich das etwas regularisieren kann, dass ich sagen kann, das kann Erfolg haben. Also dass ich da auch anderen Leuten die Angst nehme, das ist das Ziel schlussendlich.